Hallo, so, ich versuche jetzt mal einen auf glücklich zu machen. Hey Leute, wie geht's euch denn so? In der heutigen Folge, geil, wir steigen in das falsche Auto ein, geht es darum, dass wir für... Mein Gott, wir steigen schon wieder in das falsche Auto ein. Weißt du, wie es geil ist, ins Auto... Also, heute geht es um Spaß und Spannung. Wieder mal werden wir eine unbekannte Mission spielen und ich hoffe, die Cutscene ist genauso filmmaker-manisch und Hollywood-like wie alle anderen Cutscenes, die wir bisher jemals in diesem Spiel gesehen haben. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal durch diese Einfahrt hier und dann würde ich sagen, fahren wir einfach hier mal durch dieses Loch in der Wand und steigen aus und dann gehen wir auch mal hier rein, so, wenn wir das irgendwie schaffen. So, dann sind wir hier und dann hoffen wir mal. Oh ja, genau. Genau das hoffe ich. Mensch, ist das toll, ey. Mein Leben ist so gut. Ich habe so viel erreicht. Und wenn ich heute in der Folge nicht mindestens anderthalb Missionen schaffe, dann bin ich angepisst wie sonst was und werde mich schlafen legen und morgen weiter aufnehmen. Denn ich glaube, euch ist das auch recht. Dann lieber mal einen Tag keine Folge zu kriegen, statt 5 Tage lang Folgen, in denen ich immer wieder dieselbe Mission mache, weil ich sie verkackt habe. Aber um jetzt mal von den negativen Gedanken wegzukommen, ich meine Frieden, Peace, wir sind alle positiv und alles, ne, wisst ihr schon, hier so ein bisschen raucht doch noch ein Stängel Gras oder irgendwie sowas und dann sind wir alle chillig drauf, ne, so, um jedermanns Laune aufzubessern, werde ich jetzt aussteigen aus dieser Schrottkarre und mir einen Wagen suchen, der so stabil ist. Ja, der hier. Komm, ja, hey, komm, der ist wenigstens. Der Landstalker ist ja allgemein ein. Warum hat mich die Polizei jetzt gerammt ohne einen Fahndungsstern? Hä? Polizei ist auch so ein bisschen wie Plem Plem, ne, und so. Ach, jetzt, ach, so, ach, jetzt kriege ich einen Fahndungsstern, genau. Genau. Wisst ihr, was toll ist? Ein Auto, das sich auf den Kopf dreht. Wisst ihr, das kommt nur einmal im Jahr vor in GTA, deswegen ist das was ganz Besonderes. So, mein Gott, hört auf mich zu nerven, ihr seid alle. Oh. Ich krieg doch nichts hin. Warum denn nicht, Mama? Warum denn nicht? War ich nicht in der letzten Folge jetzt bei der zweiten Versuch, war ich dann nicht auch schon bei 6 Minuten 10 oder so, als ich da hier war? Hoffentlich war das nicht so, denn das wäre ein schlechtes Omen für diese Folge. Und ich kriege irgendwie, egal welches Auto ich nehme. Hä, warum brennt der Wagen jetzt? Warum brennt der Stand jetzt nicht? Das ist ja ein Novum, ist das ja. Da habe ich ja echt mal was Neues entdeckt. Da hat sich's doch für gelohnt, die Mission irgendwie 10-mal zu starten oder so. Mein Gott, lässt sich der Wagen scheiße steuern. Warum kann ich denn nicht mal einmal ein vernünftiges Auto kriegen? Landstalker, natürlich. Das Wagen ist eigentlich genauso scheiße, aber. So. Über Rot gefahren. Das stört natürlich niemanden. Wie viel Strafe gibt das jetzt, wenn man hier in Deutschland oder gibt es eigentlich unterschiedliche Verkehrsregeln, Gesetze hier in Deutschland, in Bundesländern? Da bin ich überhaupt nicht drüber aufgeklärt. Also sagen wir mal so, nach dem, was ich weiß, in NRW hier kriegst du doch mindestens einen Punkt fürs über Rot fahren und fürs eindeutig über Rot fahren wird, glaube ich, sogar der Führerschein entzogen, meine ich. Kriegst du saftige Strafe. Irgendwas richtig Hartes kommt da auf dich zu. Ach, sowas richtig Hartes, weißt du. Oh. Oh. Und es dringt tief ein in deine Geldbörse. So. Warum drehen sich alle meine Autos um? Ihr seid auch alle Kacke. Mein Gott, seid ihr scheiße. Alle Mist Huren. Kennt ihr diese tausendjährigen Eier aus China? Wisst ihr was? Ich würde gerne, dass der Macher dieser Mission so eins jetzt isst und richtig fett kotzen muss davon. Das wäre echt schön. Da würde ich doch echt mal ein Video auch machen oder auf YouTube stellen unter dem Namen JB und J-Law
Kissing and Making Out. Und dann würde ich da einfach 100 Millionen Klicks kriegen und alle Leute würden sehen, wie der Entwickler dieser Piss-Mission hier ein tausendjähriges Ei isst und fett kotzt. Ist das nicht toll? Das würde ich doch mal. Das ist doch ein Erfolg eigentlich. Sowas im Leben zu erreichen, das ist doch noch viel besser als olympisches Gold oder sowas. Wobei das ja auch schon. Olympisches Gold ist ja auch schon ziemlich niedrig. Also das kann ja eigentlich schon jeder. Spätestens wenn es eine Disziplin wird. Eine olympische Disziplin wird, Couch Potato zu sein. Die Fernbedienung mal hochzuheben in einer gewissen Zeit. Das können wahrscheinlich sehr viele Leute sehr gut. So, 3 Minuten 37. Ich raste aus. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann werde ich das Spiel für immer. Dann fahre ich einfach zu Sony nach Japan und vernichte alle Server, wo das drauf ist, einfach. In der Annahme, dass alle weltweiten Sony-Server in Japan sind, weil das dann natürlich die besten Verbindungen gibt, die es überhaupt möglich sind. Oder ich fahre einfach, ich war jetzt neulich ein paar Tage in Frankfurt, ich fahre einfach zurück nach Frankfurt und vernichte einfach Internetknotenpunkte, die da rumstehen. Damit sich niemand diesen Scheiß runterladen muss. Boah, ey, manchmal regt mich GTA auf. Aber ich glaube, dafür ist das sogar da. Also ich wüsste, ich würde als Entwickler sogar selbst Missionen mit dem Spiel einbauen, die so ein bisschen frustrieren. Vor allem, wenn es ein Spiel ist, da hing ein Auto durch die Decke, das ist natürlich absolut normal. Vor allem, wenn es ein Spiel ist, wo man den Schwierigkeitsgrad nicht einstellen kann. Oh, mein Auto brennt. Mein Auto brennt ja. Mein Auto brennt ja. Fuck, warum habe ich das denn nicht gesehen? Seid ihr alle behindert, mein... Ah, scheiße. Oh, ja. Genau, seht ihr? Wo ein Spiel, wo man den Schwierigkeitsgrad nicht einstellen kann, das kann ja ruhig mal schwierige Missionen beinhalten. Da habe ich nichts gegen. Das finde ich sogar sehr richtig, dass das so ist, weil sonst hast du keinen Ausgleich. Sonst ist das Spiel entweder viel zu leicht oder viel zu schwer, aber die schweren Missionen, die müssen doch nicht gleich so asozial sein, ne? Da stimmt ihr doch alle mit mir überein, oder? Übrigens so viel zu dem Thema, ich hoffe, zu dem Kommentar, ich will mal sehen, wie du die Mission Espresso to go meisterst. Bis jetzt habe ich sie zwar noch nicht gemeistert, aber ich kann dir jetzt schon sagen, das ist eine der, erstaunlicherweise, eine der schlimmsten Missionen im Spiel. Obwohl du annehmen kannst, dass das eine sehr leichte Mission ist. Du fährst irgendwie, ich weiß nicht, ob das euch auch passiert, aber ich fahre ja ständig meine Autos hier kaputt. Wobei man schon sagen kann, dass das mit dem Auto kaputt fahren. Geil, danke, dass ihr mich rammt. Scheiß Kolumbianer. Warum sind die überhaupt hier? Was haben die nichts zu tun? Wisst ihr, die lauern mir den ganzen Tag auf. Mir natürlich, vor allem weil ich ständig in anderen Autos rumfahre, gucken die dann jeden Fahrer einzeln an und gucken, wo ich bin, um mich dann zu rammen. Haben die keine Geschäfte mehr zu machen? Habe ich wirklich schon deren gesamten Betrieb so vernichtet, dass die nichts mehr zu tun haben? Ich fühle mich geschmeichelt. Wow, da habe ich ja echt was erreicht im Spiel. 52 Sekunden noch. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann sterbe ich einfach und dann werde ich nie wiederkommen. Weil das ist meistens so beim Sterben. So. Nein, nein. Ja. Das ist auch gut. 40.000, wenigstens nicht 20. Das ist schon mal wenigstens etwas, ne? Danke, danke. So. Ich würde mich freuen, wenn dieses Taxi da vorne jetzt eine offene Fahrertür hätte. Was nicht der Fall sein wird, weil es war gerade nicht so. Das Spiel ist nicht so intelligent. Oh, da kommt von hinten ein Auto. Nein, falsch. Da kommt noch ein Auto und der nehme ich halt diese Schrottkarre hier. Ich fahre jetzt nach, ne? Und dann werde ich mir dein Herz holen und dann werde ich speichern gehen, denn das Letzte, was ich will, ist diese Mission wiederholen. Und glaubt mir, das ist wirklich das überhaupt allerletzte, was ich will. Während ich hier einhändig spiele. Wie man überhaupt nicht feststellen konnte. Konnte man eigentlich wirklich nicht. Außer ich habe gesehen, dass ich langsamer fuhr und dann
gelenkt und gefahren bin, gelenkt, gefahren bin. Aber da achtet natürlich niemand drauf. Guckt ihr eigentlich das Let's Play komplett so richtig aufmerksam oder schaut ihr das Let's Play und hört euch nur nebenbei meine Stimme an, während ihr irgendwas anderes macht? Da gibt es ja viele Leute, die machen das so. Ich persönlich mache das ja auch bei manchen Let's Plays so, vor allem bei Let's Plays, die ich schon kenne. Let's Plays, die ich mir gerne immer wieder angucke, das sind die von Scratches, von Bisa Bisa Sam. Der Typ macht, glaube ich, gar keine, oder in letzter Zeit sehr wenig Videos, hat er auch damals schon gemacht, weil der ist auch nicht so, der ist nicht so bekannt oder so. Aber ich finde das Let's Play irgendwie total cool von dem, da spielt er auch mit so einem anderen Typen, der sich Fleischsaft nennt, Fleischsaft mit AI, weil das ja cool ist, wenn man cool ist. Und, nee, das gucke ich mir echt gerne an. Und, von Gronkh gibt es auch einige Let's Plays, die ich immer wieder mal gerne gucke. Vor allem zwischendurch auch mal. Jetzt ist es zum Beispiel in letzter Zeit so, da nehme ich ja, ich mache ja ein Bioshock Infinite Let's Play. Da habe ich mir von Gronkh ein paar Folgen Bioshock Infinite angeschaut, weil mich einfach interessiert hat, wie der jetzt zum Beispiel zu der Mission denkt oder wie der das aufgenommen hat. Denn vor allem bei solchen Spielen wie auch zum Beispiel The Last of Us, da habe ich auch sehr viele andere Let's Plays geguckt als bloß meines. Weil ich bin ja, ich bin ja verrückt nach The Last of Us. Und deswegen hat mich das dann mega interessiert, was andere Leute über das Spiel denken. Und da gibt es ja nichts Besseres, als dir Let's Plays anzugucken, wo die Leute mit ihren echten, sagen wir mal, Emotionen drauf reagieren auf das Spiel. Denn ich vertraue mal einfach darauf, dass die meisten Let's Player Spiele zum ersten Mal spielen im Let's Play, außer sie sagen es halt anders. Denn das macht ja mir persönlich, würde das keinen Spaß machen, ein Spiel zu spielen, das ich schon kenne. Und dann so zu tun, als ob ich es nicht kenne. Und ja. Ah ja, und Cry of Fear, genau. Cry of Fear ist auch so ein schönes Spiel. Es gibt sogar kostenlos bei Steam. Das habe ich mir mal runtergeladen. Auf meinem Netbook konnte ich das in minimalste Auflösung fast nicht ruckeln spielen. Aber das ist echt ein schönes Spiel, zu dem ich mir auch schon einige Let's Plays angeguckt habe von PewDiePie. Obwohl ich mir da die Videos wirklich meistens nur einmal anschaue, weil den kannst du nicht länger aushalten. Da verstehe ich auch teilweise meine Freunde, die sich den nicht gerne anschauen, weil sie den für zu nervig halten. Manche Videos von dem sind echt anstrengend zu gucken, aber ich finde den andererseits auch ganz lustig, deswegen akzeptiere ich das. Cry of Fear bei Gronkh habe ich mir auch, glaube ich, zweimal angesehen oder so. Da habe ich sogar, das war eins der wenigen Let's Plays von Gronkh, die ich täglich verfolgt habe. Ich habe nicht, Gronkh gucke ich ja nicht, auch nicht viel. Ich gucke selber eigentlich gar nicht viel Let's Player. Wirklich eigentlich nur Gronkh und PewDiePie habe ich abonniert. Und Bisasam habe ich auch abonniert, aber auch nur aus Prinzip, weil ich das eine Let's Play geil fand von dem. Machen wir mal die andere Hassmission spare ich mir für nächste Folge auf. Aber bei Gronkh, da habe ich wirklich als einziges Let's Play, das ich aktiv täglich verfolgt habe, mir Cry of Fear angeschaut. Und da war ich auch eigentlich sogar traurig, als es vorbei war, weil da habe ich echt ein tägliches Ritual wirklich draus gemacht. Da habe ich nach Hause gekommen jeden Tag und da habe ich mir angeschaut, das neue Cry of Fear Video angeschaut. Ja. Schon komisch, ne? We tighten it some more now or just wait for it to turn black and fall off? Give it a quick prod. Oh, what is that gooey yellow stuff? Oh, hey, babe! My handyman. I was bored, so I came over to keep Asuka company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in 2 hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. Genau, die sind beide echt krank. So. Jetzt hole ich mir ein Boot und wisst ihr, was das Tolle ist? Ich werde die Mission garantiert verlieren. Wenn ich die Mission nicht verliere, dann zweifle ich an meinem Verstand. So, 3 Minuten 10. Das muss eine sehr einfach zum Meistern der Mission sein, wenn ich so eine große Zeitspanne dafür zur Verfügung bekomme. Ich habe gerade ein bisschen Fanta getrunken, während die Mission lief.
Memo an mich selbst, schneide den Ton während der Missions-Cutscenes raus. Aber da denke ich sowieso selbst immer dran. Das ist das Schöne beim Power Director, du kannst immer sehr gut sehen, wenn geredet wird und wenn nicht. Aber ich glaube nicht, dass das ein Feature ist, das nur der Power Director hat. Das haben, glaube ich, auch alle anderen Videoprogramme, die es auf dem Markt so gibt. So, ich habe jetzt keine Lust zu sterben. Deswegen werde ich hier... Okay. Ich werde nicht sterben. So. Rennen. Okay, was liegt dir denn rum? Alles klar. Ach ja, Raketenwerfer. Toll, das ist ja... Das liegt an jedem Strand rum. Und an jedem Bier. 2:06 habe ich noch. Wo muss ich hinfahren? Zu einer Markierungsboje. Und ich hoffe, ich schaffe das vielleicht sogar im ersten Versuch, weil dann wäre ich stolz auf mich. So. Ist das hier schon? Willkommen in Shoreside Vale. Dort, wo schreiende, andersfarbige, so muss man sie ja leider nennen, da alles andere ja rassistisch wäre, auf Bildschirm zu sehen sind. So, warte, bis die Maschine zur Landung ansetzt, ja. Danke. Wenn ich wüsste, wo das Flugzeug ist, oder ob man es jetzt schon sehen kann. Ist es das? Das ist es doch nicht, oder? Nee, da hinten. Ich sehe, das ist schon als kleiner gelber Punkt zu sehen. Boah, ich kann so schlecht mit dem Ding umgehen. Ich werde sowieso verlieren. Aber wenigstens seht ihr eine andere Mission als sonst immer dieselben. Das ist doch auch schon mal was. Wo ist es denn? Ich sehe es nur als kleinen gelben Punkt da hinten. Das wird es ja wohl sein. Aber irgendwie... Ach, es ist... Ach! Die Landebahn ist da vorne, genau. Das macht Sinn, warum es da hinten rumfliegt. Ja gut, ist kein Wasserflugzeug, ne? Gut, das macht Sinn. Und hier ist schon der Airport? Gar nicht mitbekommen. Ist ja gar nicht so weit gewesen jetzt. Überhaupt nicht weit. Naja. Ja! 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 Es hat geklappt! Halt's Maul! Ich bin ein Meister, ich bin ein Gott! So. 4 von 6 Fahndungssternen. Ich habe kein Zeitlimit. Ja, halt dein Maul, LCPD. Ihr könnt eben versaut mir meinen Tag jetzt nicht. Außer ihr versaut ihn mir. Dann habt ihn versaut. Also so. So. Deponier das Bank auf der Baustelle. Komm bitte, das müssen wir ja wohl schaffen. Das muss ja zu machen sein. 4 Sterne. Gut, bei 4 Sternen kommen ja, glaube ich, kommen ja hoffentlich noch keine FBI-Wagen, oder? Ja, ihr habt zum 5. Mal gesagt, wer ihr seid. Danke. Ihr habt einen Polizeihubschrauber. Ich kann mir auch schon denken, ohne dass ihr was sagt, wer ihr seid. So. Aber gleich sind wir da. Das ist das Wichtigste. Und wenn ich da an dem... Ich hoffe, dass... Scheiße, ich hoffe, da vorne ist irgendwo ein Pier, wo ich ankern kann. Weil das Boot ist ja jetzt nicht besonders schnell. Ja, danke. Ich kann das leider nicht erkennen, ob das da ein Pier ist. Ich fahre da einfach jetzt mal hin. Der rosa Punkt wird vermutlich die Baustelle sein, aber da kann ich ja leider mit dem Boot nicht direkt durchfahren. Wäre auch cool, wenn es so einen unterirdischen Kanal gäbe hier, aber da... So weit denken die natürlich nicht, wenn die so ein Spiel entwickeln, ne, weißt du? Willkommen in Staunton Island. Dort, wo Ganoven mit eng zusammengekniffenen Augen in einen Bildschirm hineingucken. In deinen Bildschirm. So, das sieht aus wie ein Pier da vorne. Die schießen schon auf mein Boot. Ist nicht sehr gut. Ja, danke. Nein, nein.
Oh, ich lebe noch. Mein Gott, ist das jetzt... Mann, das war schon wieder aufregend genug hier. Ich kann die Folge eigentlich auch... Guck mal, 20 Minuten. Ha, was für ein Zufall. Ich kann sie ja wirklich beenden. Okay. Geil. Wisst ihr was? Ich laufe einfach zu Fuß dahin. Wisst ihr auch warum? Weil ich es kann. Ich schlag einfach Haken und dann schaffe ich das schon. Und solange die weiterhin nur Passanten umbringen, die schießen aus Versehen auf Passanten. Was ist das denn für eine Polizei? Egal, okay, scheiße, die haben mich überfahren. So, aber solange die wirklich so schlecht im Zielen sind, habe ich keine Bedenken, dass ich hier durchkomme. Wo ist hier? Okay. Hier ist kein Ausgang. Scheiße. Ja, geil, das Loch ist immer noch hier drin. Das Loch ist noch hier drin. Ha, sehr gut. So. Haha, ich hab's gleich zu Fuß geschafft. Ich bin so stolz auf mich. So. Und vor allem, ich habe die einfach hierher gelockt und die wissen jetzt natürlich, dass die Drogen hier sind oder was auch immer das sein soll. Sind das jetzt eigentlich Drogen? Ich habe keine Ahnung. So. Wie willst du eigentlich so im freien Spiel, wenn du so viel Fahrungsstern hast, wie willst du da eigentlich das erreichen, dass du länger als irgendwie 5 Minuten überlebst oder so? Ach Mensch, guck mal, das war bestimmt die wir auch schon, die jetzt seine Partnerin, seine Ex-Partnerin, war das bestimmt. Warum hat die denn unsere Asuka Mamanadanasaki Spaghetti Tomolaki gekillt? Ich weiß es nicht. Vor allem, warum hat die sich killen lassen? Weißt du, die bringt einfach jeden um, die schafft alles, aber lässt sich dann von irgendwelchen Typen umbringen, die es nur fertig bringen, Briefe zu schreiben, statt persönlich dazu stehen. Naja, egal. So wie auch immer, ihr könnt eure Bewertung abgeben, wenn ihr möchtet. Vielleicht ja heute etwas positiver als sonst, weil ich habe ja was geschafft. Und morgen könnt ihr auch wieder einschalten, denn dann schaffen wir bestimmt noch mehr.